Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch. Es ist Freitag, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wir machen weiter. Es geht weiter mit der nächsten Folge, mit der HFC-Karriere. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Freunde, wir haben das erste Spiel der Europa League gezockt gegen Başakşehir hier. Es war komisch, aber auch gleichzeitig interessant. Und nachdem in der letzten Folge wir unglaubliches Pech hatten, wir eine unglaubliche Horrorgruppe zugelost bekommen haben, muss ich sagen, es ist eine Menge passiert. Also was auf jeden Fall passiert ist, könnt ihr in diesem Video sehen. Freunde, nicht vergessen, ihr könnt in diesem Video wieder in der Kommentarfunktion oder in der Infobeschreibung könnt ihr wieder selber abstimmen, welches Spiel als nächstes gezockt werden soll. Ja, dementsprechend stimmt da auf jeden Fall ab. Wenn euch das Video gefällt, Freunde, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, würde ich mich freuen. Abo-Button, ganz, ganz kostenlos, könnt ihr mich abonnieren. Ihr werdet es wahrscheinlich von vielen, vielen anderen hören. Ja, aber auch hier gibt es natürlich viele, viele Leute, die das Video anklicken und den Channel noch nicht abonniert haben. Dementsprechend macht das definitiv. Schreibt einen Kommentar, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Einfach mal Hallo schreiben, einfach mal guten Tag schreiben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Lange genug Scheiße gelabert. Macht's gut und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bis dann. So, und da wären wir zurück in der HFC-Karriere und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher hatten wir nicht wirklich viel Glück bei der ganzen Geschichte hier. Bei uns haben sich zwei Stammspieler verletzt, der Torhüter und ein Innenverteidiger bzw. der Kapitän. Platz 4 aktuell nur in Liga 2. Wir hatten ein unglaublich hartes Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln, das haben wir aber Gott sei Dank 3-1 gewonnen. Und damit befinden wir uns jetzt in der zweiten Runde wieder gegen Schalke 04. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und als wäre es nicht schon beschissen genug, ich hab's im letzten Video schon gesagt, guckt euch diese Gruppe an. Arsenal, Standard Lüttich und Başakşehir hier. Das ist eine Gruppe, die hätte ich niemals gewollt. So, und Freunde, wir starten tatsächlich mit guten Neuigkeiten. Jonas Auer ist wieder am Training der ersten Mannschaft teil. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt also, ich kann Francis wieder auf seine Stammposition stellen und kann Araujo hier wieder für Auer rausnehmen. Der wird in dem Lauf der nächsten paar Tagen auch wieder fit sein. Und jeder, der sich jetzt übrigens die Frage stellt, Bentastic, was machst du denn? Der Transfermarkt ist doch noch auf. Ja, ich weiß, aber Freunde, ich werde mein Geld jetzt nicht rausschmeißen, um irgendwie neue Leute zu kaufen. Wir brauchen jede einzelne Million für das, was wir vorhaben für die nächste Saison. Auf jeden Fall. Und es geht weiter, Freunde. Die nächsten guten Nachrichten. Stefan Bajic kann wieder am Training teilnehmen. Gott sei Dank, einer unserer besten Leute, ey. Das bedeutet, dass Stefan Bajic auf jeden Fall für Hase auf jeden Fall reinkommt und damit unsere Mannschaft um 13 Ratingpunkte verstärkt, ey. So, und übrigens habe ich mal das Training jetzt angepasst, dadurch, dass jetzt alle Leute wieder fit sind. Ich habe mich für Guttau, Bello, Böhm, Burkhardt und Auer entschieden. Und ich glaube, dass ich mit den 5 eigentlich richtig gut da bin. Abgesehen davon, da können wir schon die Neuigkeiten raushauen. Jonas Auer ist jetzt Gold, Freunde. Ja, er hat jetzt das Gold-Rating, 75er Rating. Und damit fehlt in der Top 11 eigentlich nur noch Simon Böhm. Ich muss übrigens mal sagen, dass Karim Adeyemi schon bei 79 ist. Ne? Das ist einfach nur krank teilweise. Vor dem Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching gibt es noch eine Pressekonferenz mit Armin sein Debüt feiern. Er braucht noch Zeit. Wird Duarte sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Ist die Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen? Noch kann alles passieren. So, und damit 6. Spieltag. Jetzt muss der Zug ins Rollen kommen, Freunde. Also, die Top 11 ist wieder fit. Heimspiel gegen Unterhaching. Und das ist ein 2-1-Erfolg, Doppelpack von Karim Adeyemi. So, und damit wären wir in der Europa League angekommen, Freunde. Mit der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Standard Lüttich wird Armin sein Debüt feiern. Er braucht noch Zeit. Wird Duarte sein Debüt feiern. Er braucht noch Zeit. Können sie mit einem Sieg in der Europa League loslegen? Wir müssen konzentriert bleiben, ja. So, Freunde, die Mannschaft ist fit. Ich bin fit. Jetzt geht's drum, Freunde. UEFA Europa League. Erstes Gruppenspiel. Auswärts bei Standard Lüttich. Boah, das dauert aber. Ein 3-1-Erfolg. Jawohl, Junge.
Bassett, Morilla und Böhm treffen 1:3 in Lüttich. Geiles Ergebnis. Ich muss gestehen, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Und womit ich auch nicht gerechnet hätte, ist, dass wir schon einen Profit von 14,5 Millionen Euro haben. Wow, Freunde. Und das ist ein Duell, oder? Spieltag 7. 18. September 2022. Siebter Spieltag. Auswärts bei Dynamo Dresden. Und das ist ein 1-0 für Dynamo Dresden. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass dieses Projekt hier nicht baden geht, ne? So, vielleicht jetzt. Achter Spieltag. Auswärts in Paderborn. Und das ist ein 3-0. Jetzt aber, Freunde, jetzt muss mal hier ordentlich was kommen hier, Freunde. So, und weiter geht's. Infos aus der Trainingszentrale. Julian Guttau erreicht Rating 76. So, und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Vor dem Spiel gegen Başakşehir hier gibt's noch eine Pressekonferenz. Wird Armin sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Wird Duarte sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Geht es für sie mit dem nächsten Sieg weiter? Wir müssen konzentriert bleiben. Bis zum nächsten Mal. So, und das hier wird mein allererstes Europa-League-Spiel überhaupt in einer Karriere. Denkt dran, es ist Schwierigkeit-Legende. Ihr habt gegen Viktoria Köln gesehen, was passiert, wenn die KI draufhaut. Aber abwarten. Halle gegen Başakşehir hier. Junge, 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 Junge. Ja, ich muss zugeben, mit einem Sieg 6 Punkte wäre schon genial. Okay, die spielen 4-3-3. Okay, alles klar. Also gut, Freunde. Dann, let's go. Viel Erfolg und schauen wir mal, was wir hier zusammenbringen können. Europa League mit dem HFC. Auf geht's. Morilla. Adeyemi. Oh, diese Flanke. Oh Gott. Und so schlecht im Abschluss. Oh Mann. Oh. Oh, was war das denn von Adeyemi? Oh Gottes Willen. Simon Böhm. Um Gottes Willen, den muss er machen. Den muss er machen, das weiß er auch selber. Und nächste Chance. Und nächste Chance. Und jetzt macht er ihn. Jetzt macht er ihn. Im zweiten Versuch. Simon Böhm. Jetzt macht er ihn. Wow. 1-0 gegen Başakşehir hier. Und ich muss sagen, das ist absolut verdient. Burkhardt hat das Auge und Böhm ist schneller als der Innenverteidiger. Und schon kann er das Ding einfach nur in die linke Ecke unten reinschieben. Also, das ist das 1-0 hier. Und das ist, wie gesagt, ganz klar verdient. Bisher hat Başakşehir hier in den ersten 12 Minuten noch nicht viel zusammengebracht. Guttau. Oh! Oh Gottes Willen! Was war das denn für ein Pass von Guttau? Achtung, die kommen. Boah, und Bajic. Ganz, ganz safe. Simon Böhm. Oh, Glück für Böhm. Und der macht ihn. Da steht's 2-0. Also, das war jetzt wirklich Glück. Ich muss mir das nochmal angucken. Oh, das ist stark gemacht von Böhm. Das ist einfach, das ist komplett stark gemacht. Und da, er ist einfach jemand, er braucht die Dinger einfach nur reinschieben. Er steht genau da, wo er stehen soll. Und genau so funktioniert das. Simon Böhm, 31. 2-0 Halle. Das ist ein Auftakt ganz nach meinem Geschmack, ey. Aber ich glaube, es ist auch diese Kombination. Weil wenn ich überlege, Guttau und Morilla über außen, dann hast du einen Simon Böhm, der momentan alles trifft im ZOM. Guckt euch diese Pässe an, das ist Wahnsinn. Was da für Pässe kommen von Bassett auch aus dem ZDM. Das ist, diese Mannschaft, die passt einfach 1:1 aktuell. So, jetzt vielleicht mal Başakşehir hier, aber das ist bisher noch nix. Kommt da jetzt was? Da kommt eine Flanke und das ist nix. Also, das ist einfach noch gar nichts. Ja, und souverän geht's mit dem 2-0 auch in die Halbzeit. Da wären wir wieder bei dem Thema, dass ich die KI nicht verstehe, ne? Weil Viktoria Köln war gefühlt dreimal so gut. Also, ich muss es teilweise wirklich nicht verstehen, ne? Auf jeden Fall, machen wir weiter. Zweite Halbzeit. 2-0 Führung gegen Başakşehir hier. So, Böhm. Da, wieder.
Und wieder Böhm. Oh, meine Güte, ey. Also, wie offen die da hinten stehen, das ist echt. Das ist ja fast eine Einladung. Ecke Morilla. Burkhardt. Fast das 3-0. Oh, jetzt Achtung. Jetzt Achtung. Jetzt vielleicht mal. Başakşehir hier. Jetzt vielleicht mal. Wieder zurückgespielt. Nee. Nee. Das ist einfach nix. Nee. Das ist nix. Ganz im Gegenteil. Das ist der Konter über Guttau. Ganz im Gegenteil. Das ist der Konter über Guttau. Doch was für ein Pass zu Bello. Böhm. Burkhardt. Raus. Und zack. Und fast das Dritte. Meine Güte, was für ein Spielzug. Aua. Mamengi. Bassett. Und Burkhardt. Oh, schade. Und Günok im Tor. Und da ist wieder alles frei. Da ist wieder alles frei. Guttau! Oh, da war Adeyemi dazwischen. Okay, also ich glaube jetzt, dass die KI stärker wird. Ich weiß es nur nicht. Achtung. Nee, nee. Ja, das ist nix. Also, es tut mir wirklich leid, aber. Also ich meine das völlig ernst, ne? Also, da war das Spiel gegen Viktoria Köln. War eine zweimal größere Herausforderung irgendwie. Also, ich weiß nicht. Das ist, ich meine, klar, ich freue mich über den 2-0-Sieg, so ist es nicht. Aber das war, also, sorry, aber das war wirklich nix. Nach dem Spiel gegen Başakşehir hier gibt es noch die Pressekonferenz. Warum durfte Armin nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Warum durfte Duarte nicht sein Debüt feiern? Er braucht noch Zeit. Super Leistung heute von Böhm. Ihr Kommentar, grandioser Auftritt von Böhm. Wir dürfen uns nicht auf Einzelleistung verlassen. Insgesamt eine tolle Leistung, ja. So, und ohne lange kurz drumrum zu machen, gibt es jetzt schon das nächste Spiel. Zweite Liga, Heimspiel gegen den VfL Bochum. Und das ist ein 3-0. Guttau, Böhm und Burkhardt treffen. Ganz, ganz wichtig. Dann geht's weiter. Nachrichten aus der Trainingszentrale. Jonathan Burkhardt erreicht Rating 77. So. Und bevor wir jetzt die Folge beenden, nochmal zur Zusammenfassung. Also, unsere Top 11 steht wieder und wir sind auf Platz 4 und haben den Anschluss langsam an Union Berlin wiedergefunden. Ganz, ganz wichtig. In der Torjägerliste sind Burkhardt und Adeyemi immer noch unter den Top 5. Adeyemi mit 6, Burkhardt mit 7 Toren. In der Europa League sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Also gerade der erste Sieg gegen Standard Lüttich, der war verdammt wichtig. Und ja, jetzt geht's zum nächsten Spiel. Zuerst mal zu Hause gegen Arsenal. Jetzt kommen wir zur Abstimmung, Freunde. Ich werde euch jetzt vor einer richtigen Hammeraufgabe stellen. Ich möchte jetzt von euch wissen, welches Spiel möchtet ihr als nächstes live sehen? Ja, ihr könnt in der Kommentarfunktion oder in der Infobeschreibung könnt ihr den Link finden, wo ihr abstimmen könnt. Ihr könnt jetzt entscheiden, ist es das Topspiel in der zweiten Liga gegen den FC Augsburg? Ist es das Europa League-Spiel gegen Arsenal London oder ist es der Pokalkracher gegen Schalke 04, Freunde? In diesem Sinne, ihr dürft abstimmen. Link ist in der Infobeschreibung und in der Kommentarfunktion angepinnt. Ich bin gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Und bis dahin, habt auf jeden Fall Spaß, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao.